Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Eduard. Ich bin einfach nur ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Aktuell befinde ich mich auf meinem Weg zur Bestform. Dafür esse ich am Tag maximal 2000 Kalorien. Und zeige dir heute, was ich den ganzen Tag so esse. Schnacken wir nicht so lange rum und kommen wir direkt zur ersten Mahlzeit. Ich bin heute ungefähr so um 11 aufgestanden. Jetzt gerade zeigt die Uhr 12:30. Jetzt kommt das erste Meal und danach gehen wir schön zusammen pumpen. Und ich zeige dir, wie mein Pre-Workout-Meal aktuell aussieht. Schritt Nummer 1, du stellst dein Wasser kochen. Du schnappst dir ganz einfach so eine Schale auf locker, ja. Brauchst natürlich auch eine Waage. Und dann kommen in diese Schale ein bisschen Reisflocken, 30 Gramm. Dazu kommen dann noch 20 Gramm Haferflocken und dann noch 10 Gramm von diesen Haferkleinen für die Konsistenz eigentlich ganz geil und wegen den Ballaststoffen. Bevor du jetzt das heiße Wasser darüber gibst, würde ich das Ganze erstmal umrühren, weil ja, dann ist die Konsistenz einfach immer ein bisschen geiler, weil wenn du da direkt das heiße Wasser reinknallst, dann ist das oft so, dass sich das dann so verklebt und sich so Klumpen bilden und das ist dann nicht so nice, deswegen rührst du ein bisschen um auf entspannt und dann kommt das heiße Wasser oben drüber. 300 Milliliter bist du schon ganz gut dabei. Jetzt rührst du das Ganze einfach entspannt um. Und dazu kommt jetzt noch Whey nach Wahl. Ich habe eigentlich immer in meiner Fitnesskarriere, sage ich mal, nur ESN oder MyProtein benutzt. Also ich habe nicht so viel Erfahrung mit anderen Proteinpulvern. Mit denen fährst du eigentlich ganz gut, kannst du dir immer mal gönnen. Und die haben auch immer relativ oft so ein paar Angebote, also kannst du mal zuschlagen. Knapp 50 Gramm kommen dann da rein. Das Ganze kannst du dann umrühren. Das Ding ist, mach nicht den Fehler wie ich früher immer. Da habe ich schon von Anfang an alles reingeknallt und dann das heiße Wasser darüber. Aber Bro, das ist echt scheiße, weil dann verklumpt meistens das Whey. Packt ihr einfach Whey immer zum Schluss rein. Kommt hier noch so eine Beerenmischung drüber. Ich kann dir nur empfehlen, nimm die mit Sauerkirschen, weil meiner Meinung nach sind die extrem geschmacksintensiv. Ich liebe das so. Ja, vielleicht ist das auch was für deinen Geschmack. 50 Gramm dann einfach. Bro, das war noch nicht alles. Zum Schluss kommt hier noch so dunkle Schokolade mit 85% Kakaoanteil rein. Das ist immer so ein kleiner Cheat, sag ich mal, oder eine kleine... Ja, so ein kleiner Gaumenschmaus, ganz einfach. Kleiner Gaumenschmaus, so. Nimmst einfach die Hälfte davon, ja, das sind ungefähr 12,5 Gramm, oder ganz genau 12,5 Gramm, und die knallst du oben rein, und das schmilzt so schön und ist einfach geil. Guck mal, wie schön die Schokolade jetzt einfach schmilzt und das ist all in all echt ein geiles Pre-Workout-Meal. Bevor ich das Ganze jetzt verputzen werde, ungefähr eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde vom Gym sollte völlig ausreichen bei diesen Zutaten und dann hast du echt gute Leistung im Training. Jungs, es schmeckt halt auch einfach brutal mit dieser dunklen Schokolade gemischt mit den Beeren. Es ist einfach geil. Probiert's und dankt mir später. Jetzt gibt's noch schnell einen Pre-Workout-Booster. Das ist aktuell mein Lieblingsbooster von Evoke. Könnt ihr auch mit Code AD maximal sparen. Erster Link in der Bio. Könnt mich so supporten. Bro, und wenn du dich fragst, ja, warum genau dieser Booster, wenn man hier die Inhaltsstoffe guckt, ja, ihr könnt euch die Seite abchecken, das ist einfach Science-Based, der Shit. Und, Junge, ich hab's nicht nötig, euch irgendeinen Scheiß zu verkaufen. Ich bin bei der Bundeswehr, ich bin Leutnant, ich hab ein gutes Gehalt. Ich bin nicht darauf angewiesen, dir irgend so einen Scheiß zu vermarkten. Deswegen, wenn ich dir sage, der ist gut, dann meine ich ernst. Und du musst auch nicht meinen Code benutzen, es gibt auch andere Athleten. Aber check es mal ab und von Gymbro zu Gymbro, damit wird der Pump einfach geisteskrank. Das Ding ist, der ist auch richtig gut löslich und mit Eiswürfeln, Jungs, mit Eiswürfeln oder auch Isoclear zum Beispiel von ESN, mit Eiswürfeln ist einfach Baba. Ich weiß nicht, wer es probiert hat schon, der weiß ganz genau, was ich meine. Und dazu ist der auch einfach nur köstlich. Auch, also ich bin einer, ich trinke Booster, ich würde dir auch komplett einen Booster weiterempfehlen, der scheiße schmeckt, wenn der gut wirkt. Und das ist einer, der schmeckt gut, und der wirkt brutal, also das ist echt heftig. Ja, Bro, ich habe gerade vorlesungsfreie Zeit, so, weißt du. Jetzt habe ich die ganzen Klausuren geschrieben, ich habe im Sommer noch ein paar. Und jetzt nutze ich die Zeit einfach. Ich wach auf und der ganze Tag dreht sich um mein Social Media, um meinen YouTube-Kanal, Videos produzieren, Videos schneiden, planen, Skripte schreiben. Und ja, dabei würde ich dich auch gerne durch den Tag nehmen und dir ein bisschen zeigen, so wie mein Leben aussieht. Und vielleicht kannst du dir davon was abgucken und in deinen Tag integrieren. Heißt was vom Gym, heißt was von der Ernährung, heißt was vom Mindset. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich kann dir da irgendwie ein bisschen helfen. Wisst ihr, ich gebe mir Mühe, so für euch durch den ganzen Tag zu nehmen. Es ist auch viel Arbeit, das Ganze zu filmen, am Ende zu schneiden und sowas. Und euch einfach ein bisschen zu motivieren. Und letztens schreibt da irgend so ein dummer Kackspaß, so ein Kommentar von wegen, ja, dummer Bürgergeldempfänger, der nichts kann. Da denke ich mir, manchen Leuten, da musst du eigentlich instant eine fette Schelle geben, wenn du vorbeiläufst. Direkt. Also da kriege ich wirklich so einen Hals, ey. Ohne Scheiß. Heutzutage, manche Leute, die sind einfach so privilegiert und so geistig zurückgeblieben. Also wirklich, da kann ich auch nichts anderes sagen. Und das sind für mich einfach komplette Versager. Das ist einfach so. Bin ich ehrlich und retalk hier. Damit der Booster dann auch richtig wirkt, warte ich dann auch ungefähr 20 Minuten nochmal, um einfach die perfekte Performance dann im Training zu haben. Die Zeit habe ich gerade genutzt. Es ist gutes Wetter und ich habe mir ein Buch geschnappt. Übrigens eine klare Weiterempfehlung. Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls ist ein Top-Buch für persönliche Weiterentwicklung, also Persönlichkeitsentwicklung, und kann ich jedem ans Herz legen und ist ganz nice.
mal einen besseren Einblick in unsere Psyche zu bekommen und wieso wir uns eigentlich so verhalten, wie wir uns verhalten. Gym fit jetzt auf, Freunde. Jetzt geht's ab ins Gym. Was mich gerade echt überrascht, Freunde, ja, ist, dass ich trotz diesen 2000 Kalorien jeden Tag, also das war jetzt schon Tag 8 vom Minicut, trotzdem noch Kraft im Training habe. Also ich habe im Topset beim Deadliften 160 Kilo mal 70 gezogen. Tag davor beim Kurzhantelbankdrücken ging auch 40er schräg, auch vollkommen klar. Das freut mich, dass das Fett weggeht, die Kraft noch da ist. Zum Schluss habe ich noch ein bisschen Posing gemacht, ein bisschen abgeflext. Da könnt ihr auch abchecken, wie gerade die Form ist. Ja, ich bin relativ zufrieden, auch im Bauchbereich. Das Fett geht langsam weg und die Abs werden immer mehr sichtbar. Und das ist eigentlich das Ziel von mir, dass ich endlich mal einen Waschbrettbauch bekomme. Rücken und der hintere Schulterbereich können auf jeden Fall auch noch verbessert werden. Ich finde es auch ganz geil, wenn der Lat noch ein bisschen mehr Schwung hat und einfach die hintere Schulter noch ein bisschen mehr dominiert. Aber jetzt wird es langsam Zeit für das nächste Meal. Was geht ab? Gym ist jetzt auch durch. War echt gut. Also ich hatte echt Power im Training. Es ging vollkommen klar. Danach war ich noch kurz einkaufen. Ein ganz kurzer Tipp. Kauft euch nicht diese scheiß Papiertüten, Alter. Ohne Scheiß. Bin Fahrrad gefahren, ist gerissen, ganze Eier auf dem Boden, alles geplatzt. Zum Glück war da so ein Ehrenmann und hat mir noch so eine Tüte gegeben. Sonst keine Ahnung, wie ich sonst transportieren müsste. Normalerweise direkt nach dem Training, also sonst wie jeder andere Tag, ich komme zurück und dann fange ich an zu kochen. Das mache ich auch gleich, aber heute habe ich hier noch ein bisschen von diesem High Protein Strawberry Cheesecake. Von den letzten Tagen habe ich auch ein Rezept bei TikTok hochgeladen, kannst du gerne mal abchecken. Die Reste esse ich auf und danach geht's ins Kochen, weil ich habe langsam extrem Hunger. Es ist jetzt 18 Uhr knapp und ich habe nur knapp 500 Kalorien im System. Deswegen, das Ganze wird jetzt schnell aufgemampft. Aber den hier, den müsst ihr mal probieren. Also ohne Scheiß, es schmeckt ultra heftig. Es ist wirklich wie so eine Süßigkeit. Weißt du, in der Diät, da kommt so richtig der Feinschmecker raus, weil du hast extrem wenig Essen zu essen und dann willst du dir das Essen so geil wie möglich machen, damit du das Maximale da rausholst. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man das nie gemacht hat, weiß man das natürlich nicht, aber vielleicht schaut hier einer zu, der das schon mal gemacht hat. Der wird jetzt mit dem Kopf nicken und sagen, ja, Bro, ich weiß ganz genau, was du meinst, Amigo. Jetzt erstmal kurz duschen, weil, Alter, es ist warm draußen, alles klebt, ich fühle mich mega kacke gerade. Also, ich dusche mich und dann kochen wir zusammen was. Dusche ist durch, jetzt fühle ich mich wieder fresh. Also, du brauchst erstmal Kartoffeln, wir nehmen ungefähr 400 Gramm. Es sind jetzt 415 geworden. Die werden jetzt schön in so Würfel geschnitten. Ich zeige euch ungefähr solche Dinger hier. Ungefähr, das passt von der Größe, ja. Das Wichtige ist, die werden im Airfryer gemacht, ja. Und dafür ist am besten, wenn ihr diese Größe habt. Darüber mache ich dann gerne immer so ein Frittengewürz. Finde ich immer ganz geil, kommt sehr gut. Das tue ich dann einfach da oben rein, vermische das Ganze und dann kommt das für 20 Minuten bei 180 Grad in den Airfryer. Super easy, super einfach. Und so ein Airfryer für Pumper, must have. Jetzt hauen wir noch fettreduziertes Rinderhackfleisch. Das hole ich immer vom Aldi, das finde ich immer ganz geil. Das sind 400 Gramm, kannst du auch perfekt in 200 Gramm, also die Hälfte nehmen. Und ja, hast nur 5% Fett, also das ist halt richtig geil und so und es ist jetzt auch nicht so krass teuer. Natürlich ist es jetzt nicht die beste Qualität, aber es wirkt. Und Real Talk, vom Geschmack finde ich das eigentlich auch ganz gut. Wir schnappen uns da jetzt noch eine zweite kleinere Pfanne und hauen da ganz gediegen diese 4 Eier rein. Und ich sag euch, das Meal wird bombastisch. Ich habe hier aus den States noch so originales Taco Bell Gewürz. Das haue ich jetzt über das Hackfleisch rein, damit das schön Geschmack hat. Für noch ein bisschen mehr extra Taste nehme ich mir noch so eine Zwiebel, schneide die auch noch in Würfel und haue die noch zum Hackfleisch rein. Und wir brauchen noch ein bisschen Gemüse, Bro. Das darfst du nicht vergessen, Mann. Damit werden auch die Proteine besser verinnerlicht und das ist auch sehr gut für die Verdauung. Vor allem auch, wenn du in der Diät sehr wenig isst, ist es gut, dass du ein bisschen Gemüse dabei hast. Wir machen da 200 Gramm auf entspannt. Und das kommt jetzt für 5 Minuten in die Mikrowelle und keine Sorge mit der Mikrowelle, falls irgendwelche komischen Weirdos, Alien-Fanatiker da jetzt irgendwie reinschreiben, ja, das sind Microwaves und die zerstören alles. Junge, keine Sorge, dir wird da schon nicht ein zweiter Pimmel wachsen. Ganz zum Schluss, Freunde, das ist bei mir so ein Klassiker, wenn ich Hackfleisch mache. Da gibt's so eine Chili-Soße, die hat auch fast gar keine Kalorien, also die wird auch gar nicht getrackt. Nur ein bisschen und das gibt mir komplett den Kick. Das finde ich geil. So Chili, probiert mal ein bisschen mit so scharfem Essen. Na, tastet euch daran, da kann man immer ein bisschen besser werden und ich habe das komplett auch für mich entdeckt. Und so sieht der ganze Spaß aus, Freunde. Also es ist einfach köstlich. Schaut es euch doch mal an. Ja, okay, der Spinat sieht jetzt vielleicht nicht so köstlich aus, aber hier, Junge, was ein bunter Teller. Und der wird auch zu einer Geschmacksexplosion in deinem Mund führen. Das sage ich dir. Das verspreche ich dir sogar. Das verspreche ich dir. Das Ganze verputze ich jetzt und danach sehen wir uns beim letzten Meal. Wir haben noch ein paar Kalorien offen. Ich habe mir da was Cooles gekauft und ich denke mir was aus. Eine Sache hätte ich noch fast vergessen. Dazu gibt es so eine Coke Zero.
Ich benutze sehr gerne Zero-Getränke in der Diät. Das ist für mich absoluter Cheatcode und ich weiß gar nicht, wo wir Gymrats ohne diese ganzen Drinks wären. Also Cheers auf euch. Wir sehen uns beim nächsten Meal. Falls du dich fragst, wieso ich hier ohne T-Shirt die ganze Zeit bin, es ist Sommer, hier ist heiß und deswegen lass mich erstmal, ja? Es sind jetzt knapp 2 Stunden seit der letzten Mahlzeit vergangen und jetzt gibt es nochmal einen kleinen Protein-Süßigkeiten-Snack, sage ich mal, als Belohnung zum Ende des Tages, dass wir auch durchgezogen haben. Es gibt hier so eine heftige Bowl als Base mit Skier, dann haben wir hier ein paar Früchte dazu und dann haben wir hier noch so Low-Calorie-Eis. Ey, das ist geil, das habe ich vom Aldi und ich probiere das Ganze gleich. Es sieht geil aus, ich habe es noch nicht probiert und dann sage ich ehrliche Meinung. Boah, das sieht doch schon geil aus. Ihr wisst gar nicht, wie ich Bock darauf habe. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich mache jetzt so von oben rein bis ganz nach unten, dass wir alles mit dabei haben. Junge, Wolke 7, ich sag's euch ehrlich, macht es nach. Das ist auch nicht zu süß, das Eis ist so schon mit weniger Zucker. Aber gemischt mit dem Skier, das ist ja gar nicht süß. Ich mag das persönlich eh nicht so, wenn das übel süß ist. Übel geil. Und dann diese Freshness durch die Früchte. Ja, die Diät macht klug. Und ich freue mich auch, weil ich hier gerade diesen anabolen Winkel in der Kamera erwischt habe. Ja, was geht mit dem Arm ab? Das ist doch nicht normal. Mit der Chest. Boah. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bleib stabil.